Sehr geehrte Herren, jetzt willkommen zurück im Stück bei Pharma Dynasty. Es ist früh morgens, heute ist irgendein Festival und es ist noch kein Schwein. Und wir haben heute viele vor. Wir müssen heute Chicas machen, müssen Kühe machen und dann werden wir Feldwerder machen. Ups, hier ist ein Transport. Oh, Scheiße, ich glaube, wir haben noch nicht alles weggebracht, Alter. Fuck! Der Dieben kommt. Okay, ich hör auf damit. Hallo? Gibt es einen? Ja, Brudi. Ja, wir müssen noch Abtransport machen und dann kann man Raps nicht wegbringen. Wie viel sieht's money technisch aus? Oh, 15.000, ganz nett. Dann müsste es halt zur Mühle bringen. Aber wenn die es verkauft, ist halt die Frage, wo sie verkaufen. Also, wenn wir es verkaufen lassen, machen die es dann am meist bietet denn oder können wir das angeben, wo es hin soll? Wäre natürlich interessant. Erstmal Kühe melken. Bis gleich. Das ist eben die Frage. Verkaufst du den Maisbieten oder nicht? Das ist in dem Fall an die Farm selbst. An die Mühle zum Beispiel, das Getreide. Ist das flüssig? Mir kommt jetzt irgendwie leicht stuttering vor. Ja, merkt ihr das auch? Hä? Oh, ich will gar nicht einkaufen, ne? Scheiße. Wann hebt ihr das mittig? Gab's ein Update? Ich hab's nicht mitbekommen. Nee, da war kein Update. Finde ich schade, finde ich generell. Könnte man ein paar Updates raushauen. Die Entwickler. Ja, ganz nett. Dann fahren wir erstmal kurz Material hoch. Ja, jetzt haben wir weniger FPS. Ja, das stimmt. Was ist denn schon mal los? Im Hintergrund links offen oder so. Nee. Nee. Ja, gut, ein paar Programme. 1, 2, aber. Das hat's ab und an mal. Und dann geht's wieder. Warte. Ja, so können wir auffahren. Dann kommen wir am Feldweg raus. Wenn wir da oben ins Links fahren. Komm! Uff. Okay. Fahren wir erstmal zum Agrargeschäft. Kaufen da BC ein. Und dann machen wir die übliche weiter. Farming. Ich muss sagen, ich bin jetzt wegen Farm Dynasty ein bisschen verwöhnt. Ich würde natürlich im Game generell immer mehr machen, wie nur Feld hochfahren, Feld runterfahren, Feld hochfahren, Feld runterfahren. Alles ist sowas von, keine Ahnung, LBS 15, ne? Da muss einfach mehr kommen inzwischen. Schon so billiges, ich fahre hoch und runter, ne? 2 Euro Stück. Aha. Ich glaube, Chili war eigentlich ganz gut, ne? Wir müssen es mal probieren. Ein Gewächshaus 168. Kürbis gab eigentlich auch ganz gutes Geld. No! Schon dumm! Ich will in Insolvenz gehen. Kaufen. Tiere, Dünger. Hühnerfutter. Kühe kann man natürlich noch ein paar kaufen. Ich finde schade mit den Hühnern, ne? Brauchen wir gar nicht machen. Taube schon fünfmal nicht. Katzenbesitz ein. Ich hätte halt so gern mehr Hühner, alle. So, müssen wir gucken. Hoflage 186 Kilo. Mais, Gerste, Raps. Haben wir noch einiges. Soja, Lupine. Lupine. Was nehmen wir noch mit? Gerste. Raps bringt halt generell immer viel. Kannst du jetzt immer ein bisschen mehr. Wir nehmen mal Erbsen mal noch mit. Spaß ist halber so. 2 Tonnen. Dürfte reichen. Ja, dann müssen wir jetzt Feldwürde machen. Das ist natürlich die Frage, lassen wir das machen oder nicht? Müssen wir dann gucken, was unterm Strich jetzt noch rauskommt. Ich hätte, glaube ich, ausgerechnet 2300, 2200, was man pro Feld bezahlen würde, was die Kleinen natürlich betrifft. Na? Also ich jetzt nicht so viel ist, muss man schauen, wie viel da jetzt bei rumkommt.
Natürlich jetzt interessant, so eine Statistik über Einnahmen, Ausgaben von dem pro Feld halt, ne? Das wäre halt richtig interessant. Kommt der vorbei? Ist ja fucking Alpha-Wein. Kurz noch ein bisschen mehr. Ist er immer noch direkt nach dem Winter hier? Gut, muss reichen. Haben wir halt noch mehr vor. Ihr habt noch nicht. Oh doch, die haben wir jetzt. Stimmt, müssen wir erstmal drei vielleicht noch kurz verarbeiten, was wir gerade geholt haben. Hehe. Ich weiß komplett verpeilt. Gut, 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 gut. Ah, Becky ist außerhalb der Küche. Sehr schön. Steht auf der Straße. Die können zum Beispiel Rasen mähen. Das wäre halt richtig, richtig geil, wenn sie das machen würde. Aber ne. Kann sehr nett. Okay, ein Material verkaufen. Hallo, Türe? Danke. 8 Grad, was ist denn jetzt los? Ist ein Bug. Ich meine, es sieht hier schon Arsch, Alter. Feil. Wir haben halt schon eine tolle Challenge, die ganze Map einfach roten, aber da brauchen wir echt Fahrzeuge für. Wir schauen mal, vielleicht hat er jetzt dieses Jahr was Neues oder so. War cool. Schön, Sie zu sehen. Ja, Fresse. Ist eigentlich dumm. Wir sollten mal die Tagesaufgaben noch anschauen. Verkaufen, 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 verkaufen. Weil, wenn jemand Kürbiscremesuppe gerne hätte. Ja, na, scheiß drauf. Mal, dass wir uns das auch fertig ist. Ist prio-technisch wichtig. Kürbiscremesuppe kommt immer wieder. Haben wir auch gerade gut Geld ausgegeben. Sehe ich so, ne? Wir pflanzen jetzt mal andere Sachen im Gewächshaus an. Keine Chili-Samen, sondern was anderes. Mir gefällt auch, dass sie. So sehen die Gebäude echt mal wieder mega sexy aus. Und nicht so verholzt. Warte. Wir pflanzen an. Gurkensamen, hat man noch nicht. Vielleicht kaufen wir uns noch ein zweites Gewächshaus, weil ist halt einfach still die bessere Einnahmequelle. Brauchst du aber nochmal vorbeischauen und dann ist es gut. Und ihr wisst, was jetzt wieder kommt. Also ich werde es halt so liebevoll wie möglich irgendwie cutten. Silo-Ausgabe, dankeschön. Und Feuer. Und auch wieder zur Mühle. Gib mir ein paar tausend mehr und es ist unsere Expedition äußerst wichtig. Ja, was gab es sonst da eigentlich? Bis jetzt nichts. Wir werden auf jeden Fall am 30 noch eine Weile weiterspielen, müssen wir so ein paar Sachen haben, Kind und so, ne? Ich wüsste auch schon, wie wir das Ganze triggern können. Größere Maschinen. Ich weiß nicht, wie weit ich das so weit treiben werde, dass wir eventuell alle Maschinen besitzen werden. Neuere auf jeden Fall größere Material würde ich machen. Bin ich voll dabei. Alle. Ich glaube nicht. Das ist ja schon scheiße. Der scheint schon ein bisschen hart grinding lassen können. Wir sind jetzt bei Folge 70. Heißt, wir haben 35 Stunden schon gespielt, einfach mit einem Jahr rum. Gut, ist nett natürlich. Aber yeah. Ist schon heftig. So eine Frage, so eine gute Frage. Natürlich wäre es was schön, wenn wir mal gute Motoren haben, dass sie auch schneller fahren und so. Mir fehlen natürlich auch ein paar kleine Sachen. Also Gewichte vorne habe ich gar keins gesehen, was man kaufen könnte, um vorne ran zu hängen, weil du einen fetten Flügel hast. Ja, brauchst du vorne vielleicht ein Kontergewicht, aber naja. Das macht jetzt den Perma-Wheelie. Und da ist ja meine Befürchtung, dass wir was kaufen. Und ich aufpassen, dass wir am Arsch sind. Ein bisschen da vorne rechts war es, gell? Oh shit, da klingelt das Telefon. Oh, ich bin nicht da. Tut mir leid, dass ihr das mit anhören musstet. Ja, da vorne müssen wir rechts fahren und dann wieder links, okay. Mein Nachbar ruft an. Ja gut, Bruder, dann müssen Sie aber herkommen und kurz Ihr WhatsApp schreiben bitte, danke. Was schon für Bild? Bin ich am Aufnehmen, bin ich am Aufnehmen. Gehen Sie sich fahren. Willst nicht sein? Nee. Sehe ich anders. Warum du anhältst?
wäre schön, wenn ich wirklich noch ein paar Updates ausbringen kann. Ich weiß, ob das geplant ist. Das heißt, es ist ein Problem. Wäre schön, wenn es so wäre. Und nun genießen wir die Fahrt. Hört ihr das? Ein Kopfhörer, so ein Kopfhörer. Das sieht nicht gut an. Ich hoffe, du gehst nicht kaputt, Alter. Ich hab kein Geld. Ich liege ja nichts von der Bank. Wir haben hier keine Bank. Das kann ja noch drin sein. Und wieder rechts entlang. Was mir einfällt, wenn wir Felder kaufen, brauchen wir entweder gleich ein Silo. Oder dann bringt es ja gleich weg. Das ist halt die Question. Was kostet denn hier eigentlich ein Feld? Das günstigste von mir aus. Am besten natürlich gleich. Das geht mit 38.000. Maschinen, mit den Maschinen halt hinfahren, ne? Da würde ich halt vielleicht sogar die Option nutzen, dass wir uns den Maschinen teleportieren können. Sonst müssen wir nämlich im Grunde eigentlich herkommen. Wenn wir uns ganz offiziell nehmen, zur Bushaltestelle gehen. Und zu unserer Farm hin. Und dann wieder zurück. Fahren, auf jeden Fall mit einem anderen Fahrzeug. Wollte einfach Fahrzeug gekauft und stehen lassen. Aber 38.000 ist im Grunde interessant. Geiler wird das, aber es kostet ein. Oh, das war sogar. Wenn 41? Scheiß drauf. Wie viel hat das? 2,413. Ah, gut, okay. Relativ lade. Aber das Silo kostet. Achso, steht noch dran, okay. Wäre halt geil. Niemand zur Zeit. Oh, mega Feld 120. Ja, lübt, ey. Da brauche ich echt definitiv für die Maschinen. Aber das wäre halt geil, weil hier gleich herkommen, einsammeln, hinfahren. Das wäre halt optimal. Geld mit dicke Bertha. Ja, die Felder hier werden schon sexy. Direkt Getreide und so. Bam, hinfahren. Cool. Nice shit. Guck mal, der Parallel von Nachbarn aufgeschrieben hat, aber. Nö. Machen wir einfach kurz. Nachricht schreiben. Mann, viel nicht. Menschen haben Welt, zeigt man die. Ich hab absurd, Alter. Das ist scheiße. Ich hab Kabel. Üben wir gerade nochmal. Ich bin ein bisschen weniger drauf. Anhänger heben. Ich hab mal der Crew 2 gekauft. Die Deluxe Edition, über die es gab's für 22 Euro. Ja, lübt. Kann ich mir. Haben wir da Zweck, haben die. Und kurz gucken, ob die was zum Verticken haben. Wenn Sie etwas Weizen oder Gerste gebracht haben, kippen Sie es einfach in die Schütte ab. Sie okay. Werden sofort nach Menge. Das wollte ich eigentlich so genau jetzt nicht wissen. Lass doch. Oh! Ich bin. Nein! Mir geht es sehr gut. Danke. Na, Remo, keine Sozialpunkte mehr dafür? Ist ja asozial. Den Tiger kostet mir noch nicht so viel. Wenn ich Bedingungen bis jetzt verdient habe, gut, nicht schlecht. Gibt es eigentlich eine Berufsstatistik? Miste ist voll. Okay. Getreide ist hier. Ah, im Getreidelager, ja, jetzt kapiert. Raps, Brachland, 2 Stück. Verfügbare Milch, keine Stroh, Kuhfutter, Hühnerbesitz. Die Berufsstatistik ist für den Arsch. So eine Übersicht mit Einnahmen und Ausgaben, das wäre sexy. Ja gut, ist nur 20 aus und Schweinegeld kostet wahrscheinlich. Ja. 160.000, da jetzt mit Zahlen pro Kilo und pro Tonne 1.000er. 10.000. Wie sieht auf 1.000 Kilo 10.000? Ist egal, vergesst Mathematik, Mathematik, Mathematik.
mal, verkauft hier nicht immer was? Ey, Schwester, halt, halt, NYPD. Tag. Gut. Nö. Das ist... useless. Wir sind auf dem Land, ich darf ja noch eine Fresse hier, du. Echt? Sichtschutz, Datenschutz, ja. Hier können wir aber auch mal fetten draußen. Also, wird sich Rostelied echt gut machen im Teil. Was? Ja, gönn dir. So. Fahr doch. Ich mach hier keine Zeit zu verlieren. Kurz Wäsche. Ja, ist ja nur Fragen. Hat irgendwie nichts gebracht. Bin scheiße, was fahren. Warum soll man mit dem Hänger in die Nähe fahren? Ist doch da, wo man rumlackieren könnte und so, ne? Auch betanken. Oh, das war mit dem Metrasch jetzt auch geklappt. Machen wir den erstmal braun, dann müssen wir halt den Träger nochmal markieren. 2500 Leber so scheiße aus. Wäre aber interessant. Wo gibt es überhaupt Buchstatistik? 7600. Oh nein! Ich weiß nicht, was da reinpasst, ich glaube, das reicht nicht. Noch ein paar hundert Kilo drin dann. Fuck. Fuck. Der D-Banker prevents me. Das wird natürlich jetzt richtiger Abturn, Mann. Fahrzeug waschen. Okay, wartet mal. Machen wir ein dunkleres Blau. Okay, ändert dann demnächst. Schade. Wäre zu schön gewesen, ne? Bin halt echt so scheiße, die Alte können doch hier Rasen mähen, Mann. Die sieht aus wie Schnodder. Ja, die macht den ganzen Tag nichts. Außer fake-mäßig in der Küche hocken. Das fuckt echt ab. Los? Jetzt. Zielausgabe. 4-2, ja. Ja gut, das geht. 4218 noch drin oder so, das ist okay. Damit kann ich leben. Da bin ich echt d'accord mit. 4238 drin, das passt. Ich hatte bei dem 5 Meter oder denke, wir würden 7000 reinkriegen, also 7 Tonnen, aber ja, ist ja nicht der Fall. Vielleicht ein anderer Hänger, aber nicht in diesem. Das wäre jetzt scheiße gemacht. Ihr merkt, das ist immer eine Weile her, wenn ich das aufnehme, ne? Das bist werbeschäftiger YouTuber, ne? Habe hier und da keine Meetings, ne? Und Verona betrifft mich nicht, der verpifft sich, ey, die wollen immer mein Fame hier. Aber das Dunkle sieht auch schön aus. Aber das ist trotzdem scheiße, ich will den mal ein bisschen modernisieren, ein bisschen putzen und reinigen. Und es ist auch schlecht, denke ich, generell zu spielen, dass kein Workshop unterstützt. Das ist so eine Sache, wenn ich mir denke so. Wer prädestiniert dafür? Stellt euch mal vor, was da die Mod-Community wegplatzen würde. Also gar nicht schon wegen Gebäuderenovierung, was weiß ich, andere Materialien, machst du keine Ahnung, gewandelte Dächer oder so, whatever. Aber dass sie eben anfangen, modulare Bausysteme da rein zu klatschen, klatschen und sexy. Jetzt überprüfen wir noch kurz eins. Siezahn fürs Getreide, Weizen 660 pro Tonne. Boah, 220 mehr, fuck you. Warte mal. Ich hab 4 Tonnen. 800 Euro. Ah, gut. Ich weiß, der Weg ist kürzer, aber... das sind 800 Euro, wir sind nicht so rich, mein Grad. Was lohnt sich in dem kleinen Lecker? Dann ist noch ein Spritverbrauch. Da gehen wir schon noch ein Plus raus. Nur die Zeit. Das ist ja vielleicht egal sein. Entweder werde ich es cutten oder ich werde es beschleunigen. Eins von beiden, aber es wird sicher scheißegal sein. Ich bin ja derjenige, der hier dran hockt. Was ich das antut. Ich könnte euch verstehen, dass es euch abfacken würde, wenn ihr es mit anschauen müsst. Ich schaue es eigentlich nur dann mit an, wenn ich die ganze Zeit. Ja, ich halte es im Maul, ich kann jetzt nicht. Sorry. Ja.